Du hast dich dafür entschieden, mit Tickmill den Handel von Aktien, von Währungen oder auch von Rohstoffen oder Indizes zu starten, dann brauchst du natürlich eine perfekte Software dafür. Das ist hier in diesem Falle der MetaTrader und wie du den auf dein System bekommst und was es noch an Top-Software dazu gibt, das erfährst du jetzt. Vorab folgt noch der Risikohinweis, das heißt, ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was hier geschrieben steht. Kurzum, der Handel mit Devisen, CFDs und Futures auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Um mit dem MetaTrader 5 auf deinem System zu arbeiten, musst du ihn dir natürlich erstmal installieren. Dazu gehst du auf die Website tickmill.eu/de, klickst dann auf Plattformen und wählst hier MetaTrader 5 auf. Auf der nächsten Seite kommst du dann auf die Hauptseite vom MT5 und suchst dir dort dann deine entsprechende Software aus für Windows, macOS, Android, iOS oder WebTrader. Klickst drauf und dann wird heruntergeladen. Und wenn die Datei heruntergeladen worden ist, gehst du einfach in deinen Download-Ordner hinein und führst diese Datei zur Installation aus. Und wenn du direkt auch bei der Installation bist, habe ich für dich noch einen ganz kleinen Hinweis. Der MetaTrader 5 ist erweiterbar durch ein Add-on. Das findest du bei den Werkzeugen. Dort empfehle ich dir direkt auch den StereoTrader zu installieren. Klicke dabei auf StereoTrader. Dann kommst du auf die Unterseite vom StereoTrader und dort kannst du entsprechend der Anweisungen etwas nach unten scrollen. Und hier siehst du, erstellen Sie Ihr Tickmill-Handelskonto, laden Sie den StereoTrader herunter und nutzen Sie das ultimative Tool. Etwas weiter unten ist dann der Herunterladen-Button. Dort einfach draufklicken und dann steht ebenfalls wieder im Download-Feld, dass die Exe installiert werden kann. Wenn du den MetaTrader 5 auf deinem System installiert hast, brauchst du zum Handel natürlich noch ein Handelskonto von Tickmill. Das kannst du unter anderem eröffnen, indem du wieder auf die Website von tickmill.eu/de gehst und dann findest du oben den Button Konto eröffnen. Darauf klicken und dann kannst du den Kontoprozess initiieren. Das ist der Weg über das Web. Es gibt noch einen zweiten Weg, indem du den MetaTrader 5 auf deinem System installierst und dann klickst du hier oben auf Datei, gehst auf Handelskonto eröffnen und über diesen Weg kannst du ebenfalls dein Handelskonto bei Tickmill eröffnen. Wenn du dieses Handelskonto dann eröffnet hast, ist es wichtig, dass du dieses Handelskonto auch mit dem StereoTrader und dem MetaTrader 5 verknüpfst. Das heißt, du klickst einfach hier dann auf Handelskonto Login und dort öffnet sich dann ein weiteres Fenster, in dem du deine Daten, die Kontonummer bzw. dein Handelspasswort mit eingeben kannst. Dir hat dieses Video weitergeholfen, du bist neu hier auf dem YouTube-Kanal von Tickmill Deutsch, dann hinterlass gleich mal ein Abo und schau dich um, denn hier gibt es allerhand Informationen rund ums Thema Börse und Trading.